スとフガっていう曲はあのテーマ的にも少しこのレクイエムにつながっていくような関連性があって、例えばこの序奏の一番最後の部分ね、非常にあの似てますよね、レクイエムは。モッツァルトは、非常に、まあ、彼としては晩年になってからバッハのとかヘンゼルとかそういうところのバロックの作品を勉強してそのフガを書くっていうことに、まあ、書こうっていうことを思うので、まあ、あのそういう書き方を選んだわけですけどその手法っていうのがこのレクイエムの中にもまあ、あのその、まあ、あの二重フガの、痕跡となるような痕跡っていうか、まあ、イミテーションみたいなものがすでにそのこの曲の中に現れています。やろうThank you.
runder und ohne Akzent. Also kannst du einfach ruhig eine große Regel machen. Also nicht so, sondern große Linie. Ich kann auch nicht schief gehen. Und was bei dir ganz gut ist, das kann man sehr deutlich, okay, immer eins anerkennen. Und das ist ein großer Vorteil, bravo. Aber ein bisschen was schade ist, dass zwei ist immer etwas zu undeutlich ist. Aber kann an und für sich in drei Viertel nichts schief gehen. Das kann nur bei so fünf Viertel oder sechs Viertel kann was passieren. Bei drei Viertel kann eigentlich nichts schief gehen. Aber trotzdem, es kann schöner aussehen. Und zuerst das schöne Schlagfiguren, also sehr stabile, schönere, sichere Stabführung ist auch Vorteil einfach, um was zu führen. Und was ein bisschen schade war, auch dass Generalpause etwas so nicht unberühmt war. Also nicht das absolute. Ja, das war zu kurz. Ja. Also die nächste Auftakt so spät wie möglich geben. Und eher an den Lehrerschlag nicht geben. Und es reicht, wenn du zwei deutlich schlägst, dann spielen sie nicht weiter. Dam, bam, es kann nicht passieren. Lam, bam. Und dann nichts berühren. Und erst und. Als halbe, als achte Note. Also nicht als Viertel oder so. Noch schlechter ist, wenn du zweimal Achtel Auftakt gibst, während Generalpause. Und das ist die schlechteste Variante. Und etwas dilettantisch wäre, wenn man im Viertel Auftakt gibt. Und etwas raffinierter ist, wenn man eins, zwei, drei noch stehen bleibt und nur und als Auftakt gibt. Und also es muss wirklich ein Null sein, ein Ruhe sein, weil Pause ist auch Musik. Pause erhöht Spannung für weitere Teile. So. Vielleicht letztes Weihnacht und dann geht es weiter. Und immer neue Fuger Stimmen leiten. Ja, so gut wie kann. Ja. Sehr runter. Und sogar nicht so schnell, nicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, und bei den Streichern kann man sogar wie ein Fade-Out-Effekt machen. Also muss man nicht unbedingt abwicken. Also da spielt man auf jeden Fall einen Abstrich. Ne? Und am Ende des Bogens wird es sowieso schwächer. Ja. Bei den Bläsern ist es ganz anders. Ne? Ja. Bei den Streicher kann man auch einfach so stehen lassen. Und schauen, wie lange die noch spielen können. Und irgendwie so, ja. So. Also man kann es schon abwiegen, irgendwann. Ja. Aber es kommt dann, also es hängt auch an, wie viel Bogen noch übrig bleiben. Da müssen wir auch zeitlich ein bisschen früher abwiegen. Sonst haben sie also keinen Bogen mehr und kann man auch nicht so leicht wieder aufstreichen. Einfach in Piano und in Diminuendo so ausstellen lassen. Also, wir sollen nach dem Spieler richten, der am kürzesten aufhören muss, sozusagen. Ja. Also nochmal die letzte zwei Takte. Thank you.
Dunst nicht, also fortwährend Schlagfiguren zeigen. Aber beiden Teil müssen wir schon in vier bleiben, weil die später kommen vier Blüte, 1, 2, Tan, 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 Tan und so weiter. Und dann es kann auch schief gehen, also werden Schlagfiguren nicht deutlich. Ja. Aber von vorne, also obwohl es immer Celibesse ist, also ruhig mehr Impetum. Impact
bisschen spüren, wo ein Punkt ist. Nicht zu weich, also nicht nach innen ziehen, sondern immer nach außen. Nochmal 30. Von der Richtung her, nicht in die Spiele, sondern in die Noten. Und es muss, also ideal wäre, du weißt, dieses Spiegel, wie ein Präsent Textwort ist. Weißt du so etwas? Wenn Präsident Obama ein Textwort ist, er guckt in die Kamera an, aber er liest eigentlich. Und hier ist ein so halbdurchsichtige Spiegel, wo er seinen Text lesen. Okay. Ich denke, es ist eigentlich ideal. Also ich verstehe nicht, warum das nicht für uns benutzt wird. Aber Genko yomu toki ni tsukau sono han toumei no kagami shitte masu? Seijika ga ここに置いて、これあれ指揮者使うといいと思って。あれ、OHP みたいになってるんですよね。で、こっちから見えないんでしょ、あれ。ね。そう、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 So, also möglichst, dass du einen Winkel, dass der Schädel nicht anders, ja, so, und so, etwas so. Und jetzt, also Armin Kummer trägt solche Brille, ja, so. Und das ist gut. Und eigentlich, du bist noch nicht kurzsichtig, oder? Ja, gut, also gut, sei Dank. Aber wenn man später auch kurzsichtig wird, und also bei mir ist es total verschwommen, wenn ich so mache. Aber eigentlich, dieser Augenkontakt, muss man eigentlich den anderen nicht so deutlich sehen. Mhm. Es ist nicht wichtig, dass du ihn ansiehst, sondern er sieht dich an. Ja. Und er hat das Gefühl, du hast Kontakt mit ihm. Ja? Und so ist es eigentlich auch. Weil nur Richtung muss stimmen. Und du musst nicht das deutlich anerkennen, wer er ist, oder er oder sie. Mhm. Nur da ist ein Spieler und der spielt jetzt. Und das ist wichtig. Ja? Und das Möglichste, den Kopf, den Schädel winkeln und nicht ändern. Und eher Haltung ist besser so. Und Noten, aber muss man auch ab und zu sehen. Aber möglichst das Gefühl nicht geben, der Dirigent guckt in die Noten. Sondern er guckt in uns. So, nochmal 30. Deutliche Eintragungen. Und zwar nicht
von dem eher, also nicht den Taktstrich, also so eher da, wo, nicht, ist, also eher, wo es eins beginnt, genau, ja. Und wie, weil also die Nachtsequenz, nach, also eher Nachtsequenz und nicht nach Kadenzen. Okay. Okay. Und das ist bei solcher Musik auch ganz wichtig. Also das macht vieles. Gut, okay. Und dann, ja, Requiem hoch. Dann mal schauen.私はラテン語はちょっと弱いのであんまり歌詞の説明はそんなにはできませんけど、ちょっとこれやりながらいいですか、どっちかやりますか、じゃあ違う、はい。
90ではないけど、はい、48ぐらい、48から50ぐらいレベルじゃないですか、はい、遅いで、はい、アダージョっていうのは少なくとも60、はいはい、モーツァルトにおいてはね、はい、アタージョっていうのはモーツァルトの音楽の中で一番遅いテンポじゃないですよね、はいはいはい、おそらく今のでやったらさ、はい、モーツァルトってレントの曲ってなんか知ってる？なくもないと思うんだけど、なんか見たことある、見たことあると思うけど、うん、レントとでなんか会ったことはあったような気がするんだけど、オペラかなんかではどっかの部分では、でもなんかあんまり思ってないよね。いずれにしろ、はい、はい、要するに遅いアンダンテです。あ、はい、だからなんていうの、やっぱりなんていう早々の、はい、ね、はい、速さだけど、はい、だけど、そんなに極端じゃないし、ベートーベンはもうちょっと遅いかもしれない。わかりました。じゃあ、だから、はい、それを8つで振る必要があるかどうかはかなり微妙な、はい、だからほんのちょっとストップが、はい、4つぐらいに、はい、明確な8つに振らない方がいいの、はい、頭の中ではもちろんやっておいてください、はい、頭、うん、thank you.
ですね、はい、その真ん中の主題が出てくると、はい、ラララララララララとかが気にすぎ、あ、はい、あここは、まあ、やってるんだったら全部、ま、回してくる、はい、止まっちゃうと思う、はいはい、ここちょっと今ね、10、20、20 はい、はい、少し綺麗に回して、はいはい、thank you.
lässt man irgendwie in Blue Chat oder Blue Chat? Es kommt drauf an. Also ich habe beides gesungen, es kommt immer auf den Dirigenten, also was er will, halt. Italienisch oder Deutsch. Ja. Aber in der Hauptlinie in Wien singt man also Deutsch. Deutsche Aussprache natürlich. Ja. Ich bin es jetzt nur gewohnt, Italienisch zu singen, weil ich jetzt zu viel Italienisch. Wie das an? なんか最後の休符がちょっともうなんか少し待ってはい。
beziehungsweise gekommen ist.
バスのテーマが始まる小説。俺今そっから始めたんだけど。Thank you.
weil es ist, wenn so etwas beginnt nach 33 Tage, dann braucht etwas zeigen. So, und besonders wenn es verteilt ist, Hörner, Posaune, Flöte und so weiter, dann muss man alles geben. Okay. Aber jetzt, das ist erst der zweite, dritte Tag. Okay. Und das ist auch Störfaktor, wenn du jedes eines okay, gibt. Verstehe. Ja. Nur also die große Linie bauen. Mhm. Große Linie. Okay. Okay. Und die immer so dichter übereinander steigen. Ja. Fängt die Soprane an. Ja. Mhm.
muss man dort anfangen, um 43. Also musst du auf jeden Fall die 2 nach links dirigieren, sonst versteht man die Pause nicht. Luce ad eis et lux. Et lux perpetua luce eis. Die letzte 3. Vielleicht vom 1 weg. Ja, Texte sind ein bisschen komisch, aber beginnt bitte. Takt. Ich stelle eigentlich kein Fermat. Also ohne Fermat. Okay. Okay. Nur ein Generalpause in Achtel. Okay. E ist 1. E ist et lux
So, für. Ah, Liste 4. Liste 4. Das war nicht klar. Nein. Eins, zwei, drei ist wenn man öffnet. Also nach rechts und dann rechts um. Also dann müssen wir nochmal nach rechts schlagen. Aber in der Stoppel ist es langsam. Eins, zwei, drei Finken und nochmal nach rechts als Auftakt und dann Kyrie. Nochmal vier Finken. Muss man in der Mitte abwickeln. Sonst, wenn man nochmals nach rechts geht, also ist ein bisschen gefährlich. Also, so, ganz in der Mitte abwinken und da anfangen. Und Kyrie. Da hast du noch Raum. Noch mehr Raum. Ja, Mitte abwinken für den Raum der drei. Genau. Richtung rechts, Richtung nach rechts. Ja. Eins, zwei, in der Mitte abwinken. Da anfangen zu drei. Ja. Okay. Also richtig, richtig lang. One, also, nee, also, three. Kiri, ele, ist das Tempo. Eins, zwei, drei. Drei, vier. Ja. Okay. Du musst irgendwie die richtige Position erreichen mit der rechten Hand, wo du beginnst. Also wenn du irgendwo an der falschen Stelle bist, dann bekommst du den nächsten Auftakt nicht mehr. Mhm. Du musst die richtige Stelle erreichen. Probier nochmal. In der Mitte bleiben, Mitte unten. Und von dort nach rechts. Okay. Ja, nicht nach oben fällt. Okay. Nach rechts. Einmal nach rechts, aber nur einmal. Nochmal. Ale dalej. No, chyba to, że to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma.
その人遅く弾かれてるんじゃないかなっていう。なんでヒーストとかって何年前のが出てきたのって思ったら、フンキちゃんが合う。まだ撮っといた方がいいんじゃないしばらく。しばらく撮っといた方がいいんじゃない前の加算がなかったりして。もうついてた、合ってた。過去1回ぐらいそれ送って。でも本物送れって言うんだよね、原型もね。ああ、そうなんです。単なる嫌がらせとしか思えないんだけど。Thank you.
やっぱり自分が歌われてないとね、特にこの声唱系の、はい、あの風がになったりしないものについては、はい、真ん中にちょっとこれ小さいカノンがあるだけじゃないこれ、はい、ね、これ基本的には声唱ですよね、これとか、はい、あのレックスネ・レックスネセルダムとかっていうの、はい、とか、この前のやつもそうなんですけど、ゼクエンツも、BS イレイも、はい、声唱の方はきっと歌ってない、はい、変わって藤田さんのリコルターテ、はい、これはね割と簡単ですっていうのはあのソリストってあんまりあの頭を上げるだけで振らない合唱じゃないから、はい、だから歌わせてあげるだけであんまりこう一生懸命振って歌わせようと思わない、はい、歌いやすいようにしてあげる、はい、sagen vorletzter Schlag des Taktes. Vorletzter, eins, zwei, drei. Also, 4-1 muss schon korrekt sein. Also, ja, wenn was passiert. Ah, okay, verstehe. Verstehst du, ne? Mhm.
34 ist da. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das ist die sicherste. Schlagrahmen oder Schlagfiguren,
bedeutet auch Größe oder Dynamik, also das ist Worte. Und auch Abstand zwischen Körper und Schlagpunkt. Das ist auch wichtige Elemente. Ja. Also je weiter hinaus das Hand streckt ist, auch wenn es kleiner dirigiert wird, es zeigt eigentlich Erfolge. Also muss man beim Piano viel näher im Körper schlagen. Und das hat auch einen Vorteil beim so Bläsereinsatz und so, dass du etwa, wenn du ein Oboist-Trompetist bist, dann schlägst du so. Denn du bist direkt zwischen Schlagpunkt und Spieler. Oder zwischen du und Spieler ist ein Schlagpunkt. Und das, da hast du sehr gute Kontakte. Oder auch wenn du in Entfernung so etwa in Saiten, in Kontrabass, Pizzicato gibst, dann machst du auch so. Das, wenn du in Kontrabass ist, ja, ne? In der Seite. Oder so beim Bläser ist dieses Winkel.今、今見て。だから、体が距離。はい。だって、体の距離が大きくなれば、振りは小さくても、大きくなっちゃいます。はい。なるべく、ピアノの時には、体近づけて。はい。その時に、脇を締めないで、自分の顔に近い位置で、はい。あんまり低く行ってない。はい。ピアノは低くピアノですけど、なるべく、 顔を自分の顔と音を出している人の間で打点を挟むと、そうするとコンタクトが取れますから、はい、それ相手がどう反応しているかということを、はい、よくその時に見てくれてるかなと、はい、でその時に例えばね、ソリストっていうか、まあ、例えば他のソリストもいるし、はい、管楽器のプレイヤーとか、はい、コンサートマスターとかと、はい、こう目が合わないようだったら、ちょっとしつこくやってくださいこうって見ながら、はい、 こうやって、で、最初3回目ぐらいに相手が気がつくと思うんで、あ、見られてるな。そうすると、コンタクトが取りやすくなる。で、その時に、なんか、こうやってやってると、相手も見てくれないんです。だから、相手と一体このアイコンタクトを取ってしまえば、必ずしもその場所で私は絶対見るよって行かなくても、その、肝心な場所でのコンタクトが取れていく。はい。その時に、ああいうね、挟むようにして、で、 ピアノの時にはやるときに自分の体で寄ったところに立てます。あんまり興奮する。はい。どうした？特殊な場合にはありますよ。はい。こういう。はい。次だよ。次。ベンチ。ベンチ。はい。ああ、どうする？ああ、this is mine。 Was wäre danach? Ja. Komm, fertig. Mir egal. Max, einmal für die Gordate. Okay. Wie gehst du? Ich muss viel höher, weil es ist also nur Solisten. Stimmt, ja. Ja. Und noch ein bisschen höher. Also nicht extrem hoch, aber so etwa vor deinem Gesicht. So, es ist schön. Das ist schön. Thank you.
haben schon dreimal schlagen können. Eins, zwei. Nicht den Blutflügel. Eins, zwei. Ganz klein, also das ganz, ganz wenig. Ja. Lam, bam, lam, bam. Kannst du kleine Dinge machen. Lam, bam, lam. So kleine Dinge. Lam, lam, lam.